Pipelines zum Transport von Rohöl und anderen Ölprodukten gibt es überall in den USA. Im Sommer 2017 wurde praktisch direkt vor unserer Haustür ein Teil einer neuen, über 700 Kilometer langen Pipeline für Rohöl aus den Feldern in West Texas zu den Raffinerien im Raum Houston gebaut. In diesem Film möchte ich euch diese Bauarbeiten auf etwa 2 Kilometern im Nordwesten von Hutto zeigen. Hutto liegt etwa 35 Kilometer nordöstlich des Stadtzentrums von Austin, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Texas. Zuerst wird von der Baufirma ein etwa 25 Meter breiter Korridor abgesteckt und für den Bau der Pipeline vorbereitet. Dazu gehört es, an den Kreuzungen mit Straßen solche Schotterrampen aufzuschütten, hier in Weiß gut zu erkennen, damit später die Baufahrzeuge von der Straße in die Baustelle einfahren können. Auch werden alle im Boden liegenden und die Pipeline kreuzenden Gas-, Strom- und Wasserleitungen markiert. Danach wird die oberste Erdschicht abgetragen und als kleiner Damm an die Seite geschoben. Direkt danach werden die Rohre, aus denen später die Pipeline bestehen wird, grob in Position gelegt. Die meisten Rohre sind gerade, einige sind aber auch schon entsprechend ihrer späteren Einbauposition vorgeformt. An einigen Stellen gibt es Lagerstellen für die Rohre. Diese sind nötig, um längere Strecken der Pipeline vorzuproduzieren, die dann später Autobahnen und breitere Straßen unterqueren. Alle Rohre werden mit dem LKW angeliefert, was die maximale Länge der einzelnen Rohre auf etwa 30 Meter beschränkt. Jetzt werden die Rohre parallel zu ihrer endgültigen Einbauposition ausgerichtet und in längere Sektionen verschweißt. Dazu gibt es eigene Fahrzeuge mit einem Schweißplatz, hier unter dem blauen Sonnensegel versteckt, der den Arbeitern guten Zugang zu allen Seiten des Rohres ermöglicht. Einige Bagger und Kräne sind Kettenfahrzeuge. Werden diese Fahrzeuge umgesetzt und müssen sie dabei eine Straße überqueren, wird vorher die Spur mit alten Reifen ausgelegt, damit der Asphalt nicht beschädigt wird. Arbeiter sperren dann mit Stoppschildern kurzzeitig die Straße, ein Team legt die alten Reifen in die Spur, das Fahrzeug fährt über die Straße und direkt dahinter werden die Reifen wieder weggerollt. Ein eingespieltes Team, die machen das sicherlich nicht zum ersten Mal. Nach Abschluss dieser ersten Runde der Schweißarbeiten hat man dann viele längere Teilstücke der Pipeline, noch oberirdisch, aber schon fast an ihrer späteren Position unter der Erde. Vorgeformte Teilstücke zur Unterquerung von Bachläufen und Anschlussstücke für scharfe Kurven liegen auch schon in der Nähe der späteren Einbauposition parat. Auf diesem Teilstück läuft die neue Pipeline parallel zu einer bestehenden Flüssiggaspipeline. Diese geht hier geradeaus weiter, die neue Pipeline macht einen Linksknick weiter Richtung Osten.
Erst jetzt, nach Abschluss der meisten oberirdischen Arbeiten, beginnen die Tiefbauarbeiten. So hat man während der Schweißarbeiten viel besseren Zugang zu den Rohren und muss nicht ständig um den Graben herum manövrieren. Auf dem größten Teil der Strecke kommt hier bei uns diese Fräsmaschine zum Einsatz. Funktioniert wie eine Kettensäge. Der Stein wird abgefräst und dann in kleinen Brocken an der Seite ausgeworfen. So hat man zur späteren Verfüllung des Grabens gleich das passende Material bereit liegen. Diese Maschine fräst einen Graben mit rechteckigem Querschnitt der endgültigen Breite und Tiefe in einem Durchgang. Auch Kurven können gefräst werden, sofern sie einen bestimmten Radius nicht unterschreiten. Muss eine Straße unterquert werden, wird an beiden Seiten ein Graben ausgehoben und dazwischen dann mit einer Bohrmaschine in XXL-Ausführung die Straße unterbohrt und das Metallrohr der Pipeline eingebaut. Jetzt werden die einzelnen Rohrsegmente mit mehreren Kränen und Baggern in den Graben gelegt. Trotz oder gerade wegen ihrer Länge ist die Pipeline flexibel genug, dass sie das ohne Beschädigung übersteht. Die einzelnen Segmente werden dann an Ort und Stelle, also direkt im Graben, miteinander verschweißt. Nun muss der Graben verfüllt und die Oberfläche wiederhergestellt werden. Das dazu benötigte Material liegt ja praktischerweise schon bereit. Dann wird oberirdisch der Verlauf der Pipeline mit Schildern und diesen weißen Toren markiert. Diese erlauben, dass später einmal Servicefahrzeuge den kompletten Weg der Pipeline abfahren können und nicht von Grundstücksbegrenzungen aufgehalten werden. Und spätestens im nächsten Frühjahr ist dann Gras über die Sache gewachsen und man sieht von der Pipeline nichts mehr. Nur noch die Warnschilder markieren ihren Verlauf. Diese Bilder sind im Winter 2019 entstanden, also gut 2 Jahre nach Fertigstellung der Pipeline. Aus der Luft kann man den Verlauf noch gut erkennen, vom Boden aus ist sie unsichtbar geworden. Übrigens, in regelmäßigen Abständen erhalten alle Anwohner im Einzugsgebiet der Pipeline Post vom Betreiber. Hier wird erklärt, wie man undichte Stellen der Pipeline erkennen kann, wenn zum Beispiel ein Rohölsee im Garten sprudelt und was man über der Pipeline darf und nicht darf. So ist es nicht erlaubt, ein Haus direkt über der Pipeline zu bauen, Gartenhütten oder Straßen sind allerdings nach vorheriger Absprache möglich. So, und das war's für heute. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und danke fürs Zuschauen und bis bald. Macht's gut. Tschüss.